Seit einiger Zeit spawnen in der Minecraft 1.9 bei Gewitter Skeleton-Traps mit Skelettpferden und diese haben mit dem Snapshot 15W44A neue Bedeutung gewonnen. Von ihnen kann man nämlich einen Endküstel droppen, mit dem sich der Enderdrache neu spawnen lässt, wenn man sie in allen vier Himmelsrichtungen am Portal platziert. Anschließend wird zu jedem Turm eine Verbindung aufgebaut und ist das geschafft, können wir erneut gegen Ende Drachen kämpfen, um beispielsweise neuen Drachenatem zu sammeln. Änderungen gibt es auch am PvP-System. Essen regeneriert nur noch Leben, wenn die Hungerleiste dabei voll gefüllt wird und normale Goldäpfel geben dem Spieler wieder nur noch zwei Bonusherzen. Fortgesetzt wurden zudem die Loot Tables und so finden sich jetzt in den Kisten der Dungeons neue Items und Mapmaker können im Ordner Gameplay mit den Kategorien Fisch, Treasure und Junk festlegen, welche Items mit welcher Wahrscheinlichkeit beim Fischen geangelt werden können. Außerdem wird ein Effekt nur noch dann oben angezeigt, wenn auch Partikel vom MapMaker gewollt wurden. Vielen Dank fürs Zuschauen.